So, genau. Du brauchst, du willst den die Pflanze haben. Die Banane, grün, genau. Dings da oben drauf. Dann brauchst du nur grün, das schicke ich dir jetzt. Achso, Walkie-Talkie, ich kann nicht zwischendurch reden, wenn du redest. Was muss ich jetzt mit dem Grün machen? Einmal mit dem Seed vergießen, wo diese Pflanze ist, was du gießen willst. Aber welche will ich denn gießen? Ich hab den. Aus welchem Seed muss ich denn das machen? Na, die Penispflanze. Dann weiß ich nicht, ob. Oder mir fehlt ein Seed oder so. Ich weiß, glaube ich, gerade nicht, ob ich die habe. Hast du mich gerade verstanden? Ah, nein, Walkie-Talkie, ich kann gleichzeitig reden. Wollen wir auf Discord wechseln? Wenn du unbedingt willst. Das ist er nicht. Das ist er. Vielleicht? Hallo? Hi. Das ist hier. Jetzt kann man ja reden, das ist ja eklig. Boah, voll eklig. Du bist übrigens noch im Spiel an. Wähl mal dein Device nicht mehr. Also ich habe Note Device wieder angestellt. Ach so, warte mal. Einstellung, Audio. Nee, ich habe wahrscheinlich mal das Walkie-Talkie. Diesen sieht nicht. Du hast doch vorhin erzählt, deine Banane, also diese Banane, die du die möchte ich gern haben, aber ich habe kein Seed für eine Banane. Ach so, du hast den Seed nicht. Ja, den habe ich aber auch nicht. Oder es ist, oder er sieht anders aus, oder irgendwo liegt noch einer, den ich noch nicht gefunden habe. Ich habe hier keine Seeds. Ich habe dir jetzt das Grün. Das Grün, was ich dir geschickt hatte, das brauchst du jetzt, um deine Banane zu gießen. Jo. Das klingt halt so geil. Ah, hier sind auch noch Seeds. Okay. Ah. Und schwupp, schwupp. Aber auf deiner Seite ist es zu langweilig, ne? Ja, 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 ja. Ja. Ah, ja. So, fügen wir das hinzu. Ah, jetzt habe ich da eine wunderschöne Banane. Banana. So, und diese Banane. Das ist ein bisschen blöd tatsächlich bei mir gemacht, weil hier sind irgendwie zwei unterschiedliche Gelb-Orange-Töne, obwohl das derselbe Ton ist. Das ist irgendwie dumm. Aber naja, ist auch handgemalt, deswegen kann das mal passieren. Ja, 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 bestimmt Photoshop war das. Du musst ja mal wieder was mischen. Ich schick dir was. Oh. Und zwar diese Banane. Und zusammengemischt mit Orange. Müsste weißer geben. Und den bräuchte ich dann zu mir, aber den Trank. Das Kindergartenkind hat das eine Gelb abgebrochen, die hatte kein anderes mehr. What? Ja, das ist weiß. What? Übrigens. Ah. Achso, ich nutze das Funkgerät. Geil. Oh Gott, jetzt muss ich erstmal wieder mich umgewöhnen. Ne, du kannst es trotzdem überdrücken, das stört mich nicht. Ich gebe dir jetzt weiß wieder, ja? Genau. Wenn ich manchmal komische Sachen vorlese, das war der Chat. Nee, alles gut. Sachen, ist immer der Chat schuld, das ist ganz normal. Ah. Get Chat. Ja. Warum kann ich die... Ich kann die damit aber nicht... Die... Wait, what? MX. Ach so. Das ist eine lilane Pflanze, aus der so zwei, drei gelbe Zipfel unten rauskommen. Ja. Da, was brauchten die, damit ihr wächst? Lila. Okay, das. Hast du noch einmal kannst Lila? Kannst du da. Achso, warte, ich brauch den einmal. Aber warte, ich hab. Ja, aber ich hab einen auch noch einmal. Lila. Nee, alles gut, ich kann mir zapfen. Ich hab ja eine Zapfanlage hier. Genau, du hast ja eine Zapfanlage. Ja, so sieht's aus. Ach ja, na dann Chat, schön mit Ölpanda und Hallöchen da Granit. Ach, was? Jetzt komm. Ja, die verabschieden sich gerade, die kommen jetzt zu dir. Alles klar. Böse. Warte, was hast du angestellt? Ne? Ja, ich hab gesagt, mein Chat schreibt geile Sachen rein. Ah. Das weiß hätte ich doch nicht gebraucht. Du brauchst das jetzt, du musst es mit was anderem zusammenmischen. Oh, willst du mich verarschen? Mit deinen, So, wenn du das mit dem Weiß, also die Pflanze und das Weiß zusammenmischst, müsste grün rauskommen. Ja, warte. Und wenn du das Grün, das Blau und das Rot zusammenmischst, müsste schwarz rauskommen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Drück die Daumen. Ja,
Korrekt. Und was mache ich mit dem Schwarzen? Also da ist ein Totenkopf drauf. Das den Schwarzen brauche ich für die Piranha-Pflanze. Den Schwarzen hast du, okay, warte. Weil ich glaube, die Piranha-Pflanze... Hallo. Die Piranha-Pflanze hier muss ich mit dem Schwarzen wahrscheinlich killen, weil die hat wahrscheinlich so einen Stein, den wir holen müssen, wie wir auch unten in diesen Blitzel-Ding-Rätsel schon hatten. Ja. Genau, und das ist wahrscheinlich der zweite Stein. Wir brauchen wahrscheinlich 3 Steine, weil man ja immer irgendwie 3 von irgendwas braucht. Ja, das ist korrekt. Warum hast du mir Orange zurückgeschickt? Ich hab's nur reingestellt, alles gut. Ich weiß jetzt aber nicht. Nimm einfach Schwarz raus. Gut, ich hab jetzt das Schwarze, aber ich weiß jetzt... Wenn du da jetzt was Scheiße damit machst, dann müssen wir alles nochmal machen, das ist dir klar, gell? Meine Frage ist, wie gebe ich das der... Na, vielleicht macht's den Mund auf. Pflanze. Ich komme nicht nah genug heran, es muss einen anderen Weg geben. Eine Leiter zum Beispiel oder baut ihr eine Floßbrücke, keine Ahnung. Na, ich hätte ja theoretisch eine Menge Werkzeuge hier. Schaufeln, rechnen. Ja, da kann ich dir jetzt nicht helfen, weil ich bin auf meiner Seite jetzt komplett fertig. Hier ist nichts mehr. Scherben. Da musst du jetzt gucken. Ich kann dir mein Rohr anbieten. Haben wir... Warte, kannst du mal auf der Craftliste gucken, ob wir irgendeine Pflanze haben, die ewig weit wächst oder so, dass wir damit rankommen? Icon, bitte nicht spoilern. Jetzt weiß ich auf alle Fälle, dass es auf meiner Seite noch was gibt. Danke. ich sammle mal kurz meine Rohre ein. Jo. Aber die Rohre sind eigentlich durch. Also meine Überlegung wäre hier jetzt einfach ein Rechen zu nehmen und das Ding da ran zu schupfen, aber... Gießkanne. Ja, du hattest doch vorhin schon dein Teil in der Hand, bitte was? Hey, nee, also was von dir? Das habe ich noch lange nicht gehört. Was ist denn bei dir los? Mein Teil in der Hand? Was? Mit der Gießkanne kann ich nicht interagieren, leider. Von welches daher. Teil hatte ich in der Hand? Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Mit der auch. Nein. Muss ich was mit den... Warte mal kurz. Muss ich was mit den Ohren machen? Also das ist durch. Das sind die Zahnräder. Aber was soll ich denn... Moment mal, kann ich dir meine Rohre schicken? Das ist vielleicht eine kannst Möglichkeit. Warte. Kannst du irgendwas... Ich schicke dir das Minecraft zurück und vielleicht kannst du die da reintun. Ja. Ich guck mal. Weil ich hätte jetzt nur noch Seeds. Ich hätte das Wasser. Ich hätte eine Schaufel zum Seeds wieder ausbuddeln. Aber kannst du da irgendwo Rohre dran kloppen? Hast du es jetzt zurückgeschickt? Kann sein, dass ich es doch wieder zu dir geschickt habe. Nee, schick nochmal bitte. Okay. Mann. Ich habe aus Versehen auch den Hebel gedrückt gleichzeitig. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn du den Hebel ziehst, wenn das dann trotzdem zu dir kommt. Nee, ich kann übrigens mein Rohr nicht in den Minecart reinlegen. Mein Rohr ist zu groß. Alles zu klar. Zu schwer. Kennt man ja. Das sagen alle immer. Ja, das ist immer. Ja, gut, das war das Spiel. Das sieht gefährlich aus. Wait, what? Warte mal kurz. Das ist durch. Das ist durch. Die Tür ist zu. Hier kann ich Sachen vertransportieren. Die Rohre natürlich nicht. Könnt ihr die Pflanzen wieder... Okay. Warte mal. Ich bräuchte ein Höckerchen oder sowas. Glaube ich. Hatte ich vorhin schon irgendwas in der Hand? Ich kann dir mein Rohr anbieten, Pandor. Also natürlich das Wasserrohr. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe das so stehen lassen. Hier unten ist nichts weiter. Ich kann auf alle Fälle noch die Rohre platzieren und hier irgendwie Druck machen. Aber ich wüsste jetzt nicht, was dir das helfen soll. Du kannst Druck... Ach so, du kommst wieder in den vorigen Raum wieder rein, sozusagen. Ja, naja, das ist bei mir alles in einem quasi. Da kann ich nicht wieder hin zurück, also da habe ich keine Möglichkeit dazu. Die Frage ist, muss ich eine Pflanze wachsen lassen, die mich irgendwie da hochhieft? Ich check's gerade nicht. Siehst du irgendwie eine Schlingpflanze oder sowas bei dir auf dem Bild? Ja, ich sehe bei mir überall Schlingen. Achso, auf dem Bild, nee. Ja, irgendwie, was ich ranwachsen lassen kann. Das hab ich durch. Das ist fertig. Ich weiß halt nicht, wo hier noch ein Rätsel sein soll. Also wo hier noch was sein soll. Ich bin gerade überfordert. Oh, man kommt hier hoch. Okay. Okay, das bringt dann aber nichts. Achso, man kann auch springen. Wait, musste ich... Bitte sag mir nicht, dass ich einfach springen musste. Nein, okay. Jetzt guck doch endlich nochmal auf den Tisch. Ja, ich glaube... Ich kann jetzt hier nichts weiter machen. Das habe ich mir schon angeguckt für den Trank. Das habe ich mir angeguckt für den Trank. Du noch? Ich bin so bescheuert. Bring mir mal den schwarzen Trank her.
Bringen wir mal. Chat, ey, das ist wieder so dumm. Weißt du, das habe ich am Anfang gesehen und dann habe ich schon wieder vergessen. Ey, das ist so. Oh ja, warte, ich bring das mal. Ich habe eine Sprühflasche. Ah. Ach, Mann, ey, das ist aber eine Rotze, Alter. Ich sag's euch. Ah. Das vergisst man dann irgendwann wieder. Spritzen. Wow. Ja, aber Henny, wenn du das schreibst, denke ich immer an Rohr. So. Mhm. So, ich schick dir mal. Hier, schick dir nochmal das Gemüsebeet mit zurück. Ja. Patrick Star schicke ich dir auch mal mit zurück. Patrick Star? So, jetzt aber. Jetzt volle wow. Kanne, Alter. Jetzt spritz mal richtig. Ja, jetzt darfst du. Ich hab dir das erlaubt. Oh, dann jetzt geht's aber los. Aber mit dem schwarzen Zeug vor allem. Wow. Rezept für die. Was für ein Desaster. Oh, meine Tür ist offen. Nice. Dankeschön, Chat. Vielen, vielen Dank. Das würde ich nur ohne euch tun. Ich nehme alles wieder zurück. So, was ist hier? Kisten. Okay, oh, nee, bei mir ist die Tür wieder aufgegangen. Ich kann wieder zurückgehen. Ja, ja, du kannst. Ich bin jetzt auch weiter. Kann ich irgendwas machen? Warte mal, war das nicht hier, wo ich hergekommen bin? Ja, das ist bei mir jetzt genauso. Ich kann auch wieder zurück. War da irgendwie, hier war da irgendwie so ein Gang noch. So ein Geheimgang. Ich habe jetzt auf jeden Fall den Stein mir nehmen können. Die Frage ist jetzt, ja, wo muss man hingehen? Hilfe, Hilfe, ich bin gefangen. Was? Meister Ambrosius bedienen. Hier kamen wir her. Unten waren wir auch, also wahrscheinlich okay. Muss hochgehen. Okay, ich habe ESP. Jan. Ah. Bevor ich da hingehe, gucke ich mal noch weiter. Okay, ja, hier ist nichts. Hier tickt eine Uhr. Das ist jetzt wirklich ein bisschen wie ein Escape Room. Lustigerweise genau. Ich muss mir erstmal alles. Als du das gesagt hast, hat meine Uhr im Flur angefangen zu gongen. Weißt du, ich habe das vorher gesehen, natürlich. Oh, überlagerte Textur. Inspizieren. Oh, jetzt passiert was. Cutscene. Ah. Hey, over here. Ah, we are nearing the end, my friend. I'm certain. The final piece and the way to create the Soul Stone itself are hidden somewhere in this very chamber. Now hurry, find it, go! We are so close, so close! That old goat. Always so worried someone would touch his possessions. Oh, jetzt passiert was. Oh, Katzen. Geht's um den Stein? Geht um den Stein, Alter. So, warte mal, den nicht anfassen. Genau, also bei mir hat sich jetzt. War hier wieder jemand, der mit mir geredet hat hier. Ich glaube, der ist ein bisschen verrückt geworden. Aber er hat uns gesagt, wir sind fast am Ende. Was war das jetzt? Was machst denn du? Wieso, was soll ich machen? Warte, irgendwas. Machst du gerade irgendwas? Ja. Weil ich höre Geräusche, dass irgendwas nicht richtig ist. Dieses Standardgeräusch, nee, das war falsch. Ich glaube, das ist eine Reihenfolge. Okay, check. Okay, warte mal. Alles klar. Das ist eine Reihenfolge, die ich hier aktivieren muss. Oh, okay, ich kann Sachen von A nach B platzieren. Okay, wait a minute. Okay, ich kann verschiedene Gegenstände scheinbar auf verschiedenen Positionen platzieren.
Nummer 1. Hey. Also, das ist das Ding auf der Zeichnung. Wie gesagt, ich kann wahrscheinlich verschiedene Sachen auf verschiedenen Positionen platzieren. Ich einfach mehrfach draufklicken. Okay. Hast du jetzt was gemacht? Ich habe jetzt gar nichts gemacht. Okay, warte mal. Man muss einfach mehrfach draufklicken. Oh. Man, nee. Okay, in dem Raum sind mehrere Rätsel, würde ich behaupten. Oh, scheiße. Okay, und erst unten, dann oben. Dann vielleicht das. Schade. Okay, das ist schon mal falsch. Also erst ist das. Oh, das ist nicht richtig. Oh. Dann kommt... maybe das. Wollen wir uns so ein bisschen beschreiben, was wer wann wo machen muss vielleicht? Weil ich habe auch mehrere Sachen, die ich... Ich bin noch gerade am überlegen. Können. Warte mal. Das muss eine Reihenfolge sein, anders kann ich mir das nicht erklären. Jetzt geht's nicht mehr. Ach du Scheiße, man kann sogar die Bilder... Die Bilder berühren? Ja, also, was ist... Ah! Ach du Scheiße, ich könnte... Okay. Pass auf, ich habe folgende Sachen, mit denen ich interagieren kann. Ich habe Lichtquellen, die ich an- und ausschalten kann. Mhm. Das sieht mir so ein bisschen aus, wie als ob ich eine bestimmte Reihenfolge machen muss. Das sind, glaube ich, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lichtquellen oder so. Ich habe Bilder, die ich mitnehmen kann und irgendwo anders platzieren kann. Okay. Und wenn ich die Bilder abnehme, passiert irgendwas. Ja, red ruhig weiter. Ach, ja, das war's. Ach. Okay, dann sage ich mal, was ich so bei mir habe. Ich habe einerseits an der Wand mehrere Bilder hängen und die sind in vier Viertel aufgeteilt und diese vier Viertel kann ich drehen jeweils, dass sie unterschiedliche Blumen ergeben, wenn du sie, je nachdem wie du sie zusammenbastelst. Alles klar, dann sehe ich die, dann sehe ich deine Bilder. Das ist das eine. Dann habe ich... Das sind wahrscheinlich die... Das sind zweimal zwei Quadrate, ne? Zweimal zwei, genau. Genau, ja. So, und dann habe ich verschiedene Kommoden und Schreibtische und sowas, wo man Sachen an verschiedenen Plätzen platzieren kann. Und ich habe jetzt zwei Gegenstände. Das eine ist ein Plattenspieler, das andere ist, falls du dich noch erinnerst von dem vorherigen Teil, wo du mir Würfel beschrieben hattest, oder wir uns gegenseitig Würfel beschrieben hatten, so ein Würfel ist da auch noch dabei. Ich weiß gerade nicht, was du meinst, aber ja, okay. Wir hatten letztes Mal, also nicht letztes Mal, aber in dem vorherigen Teil, so ein Rätsel drin, da musstest du die Treppe hochgehen, da ist Lava unter der Treppe gewesen, die Treppe ging langsam weg und du musstest einen Würfel beschreiben. Ja, genau. Jetzt weiß ich wieder, was du meinst. Und so einen Würfel habe ich hier liegen. Den kann ich nehmen und irgendwo hinlegen, an einen beliebigen Schreibtisch oder sonst irgendwas. Genau, und dann habe ich dazu noch einen Ring. Also nenne ich nicht einen Ring, aber irgendein großes technisches Gerät, was hier auf so einer Kommode draufsteht. Das hat oben einen Ball, der blau sein kann, blau leuchten kann oder auch nicht. Und daneben liegt ein Buch. Da heißt, und da ist bildmäßig so ein bisschen erklärt, wenn das Ding nicht blau leuchtet, darfst du einen Diamanten nicht antatschen. Wenn das blau leuchtet, dann und du dann den Diamanten antatschst, leuchtet der Diamant auch blau und dann kannst du irgendein Rad was genau rausziehen. Genau das habe ich auch. Okay. Genau, also aber ich habe dieses Ding, was blau leuchten kann quasi. Das steht hier auf meinem Tisch. Ja, das habe ich auch hier. Ah, das ist ab und zu mal. Achso, warte, hast du das Ding oder hast du den Kristall? Ich habe sowohl als auch beides. Weil ich habe nur das Ding und nicht den Kristall. Also das Ding steht auf alle Fälle hier auf der Kommode. Kannst du damit irgendwas machen? Nee, aber in dem Buch steht ja, wenn das Ding blau leuchtet, kannst du den Kristall antatschen. Stopp mal, du hast gesagt, du hast auch einen Plattenspieler. Ich habe einen kleinen Plattenspieler, genau. Den habe ich auch hier auf der Kommode stehen. Genau, und ach so, ist es ein zweietagiges Zimmer bei dir? Ja. Oben, wenn du hoch... ist in der untersten Etage ist ein Kamin da bei dir? Ja. Links neben dem Kamin ist ein Stuhl und da liegt der Würfel drauf.
Bei mir nicht. Okay. So ein Sitzsessel? Ne, bei mir ist es eher ein Holzstuhl.